Geld ist ja das Thema der letzten drei Episoden gewesen und es wird uns auch in dieser Episode beschäftigen. Diesmal geht's um Unternehmerinnen und Unternehmer, die bewusst auf Geld verzichten, denn sie wollen ihre Anteile dem eigenen Unternehmen übertragen. Stichwort Verantwortungseigentum. Eine ziemlich komplizierte Sache, der wir uns in dieser Ausgabe aber einfach mal ein bisschen genauer widmen werden. Die Verantwortung für diese Podcast-Ausgabe, die habe ich, Christian Bollert, und dazu gehört auch, dass ich mich sehr freue, dass ihr zuhört. Legen wir einfach mal los. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Verantwortungseigentum ist ein Modell, das nachhaltiges Wirtschaften in Firmen sichern soll. Eigentlich wollte die Ampelkoalition neben der klassischen GmbH, die viele von uns kennen, mit der GmbH in Verantwortungseigentum auch eine eigene Rechtsform dafür schaffen, hat das bisher aber einfach noch nicht hingekriegt. Laut der Stiftung Verantwortungseigentum arbeiten in Deutschland mehr als 250 Unternehmen, unter anderem Robert Bosch, Carl Zeiss oder auch die Handelskette Globus, nach genau diesem Prinzip. Demnach arbeiten mehr als 1 Million Menschen für Unternehmen in Verantwortungseigentum. Wir schauen uns die Umwandlung in Verantwortungseigentum in dieser Episode mal am konkreten Beispiel von Hafercarter an. Die Geschichte von Hafercarter beginnt mit 20.000 geliehenen Euro, einem kleinen Porridge-Café in Berlin-Friedrichshain und ziemlich großen Ambitionen. Die drei Gründenden bieten mit dem traditionellen Frühstück aus Hafer, Salz und Wasser, garniert mit Früchten, Nüssen und was da sonst noch so dazukommen kann, Menschen, die unterwegs sind, eine Alternative zum klassischen belegten Brötchen. Heute ist Hafercarter eine Franchise-Kette mit 25 Filialen, vor allem an Bahnhöfen, und 120 Menschen erarbeiten einen Jahresumsatz von so gut 11 Millionen Euro. Das Unternehmen soll auch in Zukunft weiter schnell wachsen und im kommenden Jahr 2025 profitabel werden. Gleichzeitig wollen sich die drei Gründenden von ihren Investoren trennen und das Unternehmen in Verantwortungseigentum überführen. Anna Schubert hat Hafercarter mitgegründet, ist Geschäftsführerin und ich freue mich, mit ihr hier im Podcast über die Motivation, die konkreten Schritte und auch den aktuellen Stand zu sprechen und sage Hallo Anna. Hi Christian. In den Gesprächen hier im Podcast ist mir in den letzten Monaten aufgefallen, dass wirklich erstaunlich viele strategische wirtschaftliche Veränderungen mit der Corona-Pandemie verknüpft sind. Auch bei euch ist Corona offenbar so ein entscheidender Moment gewesen, oder? Gar nicht so sehr. Also natürlich hatten wir mehr Zeit in Corona für strategische Fragen, als wir das sonst haben und eigentlich auch mehr, als wir wollten. Zumindest die Umstände waren nicht die, die wir uns gewünscht hatten. Aber Ursprung war weniger Corona als nur eine allgemeine Entwicklung. Nach einer gewissen Anzahl von Jahren, die wir das Unternehmen dann geführt haben, kommen einfach Fragen wie, wie geht's weiter, wo wollen wir hin und was wollen wir auch persönlich für uns und für die Firma. Das heißt, diese ersten Gedanken waren auch schon vor der Krise da, weil ich meine, Corona wird euch ja wahrscheinlich schon hart getroffen haben. Hat's auf jeden Fall. Ich meine, das war definitiv die schwierigste Phase und wir sind immer noch sehr froh, dass wir sie überlebt haben. Das war nicht abzusehen unbedingt. Aber es war jetzt kein Krisengedanke, sondern es war eher ja die Konsequenz unserer Arbeit oder unseres Handels seit Beginn, seit Gründung, zu sagen, wir wollen ein Unternehmen, welches geleitet wird von Menschen, die daran Anteil haben, Menschen, die es mitbringen. Das waren jetzt nicht nur wir, sondern viele andere auch, die teils eine Weile für Hafercarter gearbeitet haben oder es immer noch tun und dadurch das ganze Unternehmen mitgeprägt haben. Wenn man jetzt ein bisschen flapsig wäre, könnte man sagen, dass ihr jetzt den Patagonia-Weg geht, weil das ist vielleicht eines der bekanntesten Beispiele, die das schon so gemacht haben. Was ist denn bei euch der Auslöser gewesen, wenn es Corona nicht war? Also wir hatten uns damals überlegt, wir haben angefangen mit Hafercarter 2014, da waren wir drei Gründerinnen, so Anfang 20, sind aus dem Studium raus teilweise und haben damit angefangen. Und irgendwie war schon die Idee, dass es einen Exit geben könnte irgendwann, dass man das irgendwann verkauft, wenn es groß genug ist, stabil genug ist und Hafercarter uns nicht mehr so sehr braucht. Und dass man dann vielleicht irgendwas anderes macht oder weitermacht, aber nur noch in Teilzeit oder keine Ahnung. Also es war immer so eine Option im Kopf. Und als wir dann an einen Punkt kamen, wo sich die Gesamtstruktur des Unternehmens gefestigt hatte, wir viele Leute dabei hatten, die einfach das ganze System stabilisiert haben und sich mit eingebracht haben, da war das ein bisschen greifbarer. Und dann fängst du an zu überlegen, an wen du verkaufen würdest. Und das war dann der Punkt, wo wir gemerkt haben, wir wollen nicht verkaufen, wir können nicht verkaufen, weil es einfach nicht den oder die geben wird, an die man verkaufen möchte. Also es stellt sich dann die Frage, was tut man denn stattdessen? Also wenn man nicht verkaufen kann, führt man das ewig weiter, bis man alt und schwach ist oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Aber hätte man denn, also ich meine, ich sag mal, Interessierte hätte es ja möglicherweise gegeben und große Bio-Unternehmen, teilweise auch börsennotiert, gibt es ja mittlerweile auch, ne? Das heißt ja nicht, sag ich mal, dass, weil du Bio-Produkte verkaufst, dass irgendwie ein Schutz ist vor Entscheidungen, die gefällt werden und die dann nicht in unserem Sinne sind. Erstens mal ist natürlich die Frage, was ist in unserem Sinne, was wollen wir für die Firma, was für Werte haben wir? Und die kannst du natürlich anteilig auch schriftlich festhalten, anteilig allerdings nicht, weil sie einfach durch den täglichen Umgang mit den Menschen oder den Dingen gelebt werden. Und gleichzeitig machst du natürlich dich und die Unternehmensidee abhängig von anderen Menschen. Die können ganz tolle Menschen sein und super Entscheidungen treffen. Auch Entscheidungen, die wirtschaftlich sinnvoll sind für das Unternehmen. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass es dann weiter den Weg geht, den wir für das Unternehmen möchten. Somit es ist einfach sehr subjektiv, was dann passiert. Und das kann sich natürlich verändern durch Personalentscheidungen, die von anderen Menschen getroffen werden. Dann Geschäftsführungen, die ausgetauscht werden etc. Bei Verantwortungseigentum ist diese schöne Idee einfach auch, dass Eigentum nicht unbedingt mit finanzieller Macht verknüpft ist. Also dass es nicht heißt, nur weil ich Geld gegeben habe, bin ich berechtigt, irgendwelche Entscheidungen zu treffen auf operativer Ebene oder auch auf inhaltlicher grundsätzlich, sondern da ist das Finanzielle eher der Mittel zum Zweck im Sinne eines Kredits oder ich weiß auch nicht, aber führt nicht unbedingt dazu, dass du dann die Macht hast, Dinge zu entscheiden. Das ist einfach schon ein ganz, ganz toller Punkt und auch, glaube ich, für viele nochmal eine andere Motivation, mitzuarbeiten und mitzuwirken. War das auch der zentrale Punkt, dann zu sagen, ja, wir gehen diesen Schritt auch? Weil da hängt ja auch ein bisschen was dran. Das ist einfach im Prinzip etwas, was wir sowieso schon die ganze Zeit so leben. Und es ist nur auf, sag ich mal, Gesellschaftsebene nicht niedergeschrieben gewesen. Also juristisch kann man es ja noch gar nicht so richtig absichern, also nur durch dieses Stiftungskonzept, welches wir jetzt auch fahren. Aber jetzt haben wir einen Gesellschaftervertrag, der das Ganze stützt und sagt, okay, wir sind Verantwortungseigentümer. Das bedeutet, wir tragen immer noch die Verantwortung für die Geschicke und die Entwicklung dieser Firma, aber es könnten noch andere Menschen dazukommen und wir würden auch wollen, dass andere Menschen dazukommen, dass externe Leute mit in diesen Verantwortungseigentümerkreis kommen und ihre Expertise mit reinbringen, ohne dass sie sich unbedingt finanziell da investieren müssen, sondern durch ihre Zeit, ihre Gedanken und ihre Arbeit mit einbringen. Das war uns schon für uns ein sehr großes Argument, diesen Weg zu gehen. Und das andere war natürlich einfach die Sicherung dessen, wofür Havercutter steht. Mit einer gewissen Garantie zu sagen, das wird auch in 30 Jahren noch so sein, sollte es Havercutter dann noch geben. Und auch einfach für mitarbeitende Geschäftspartnerinnen, unsere Franchise-Partnerinnen, dass sie wissen, dieser Status quo, der aktuell ist, wie wir das Unternehmen führen, der wird weitererhalten und nicht komplett gekippt, nur weil ein anderes Unternehmen oder eine andere Person plötzlich Entscheidungen trägt. Das klingt ja total nachvollziehbar, aber gleichzeitig, wenn man so eure Geschichte in der Brand 1 liest, ist es auch nicht so einfach, weil ihr habt ja auch Investoren aktuell und einer der Investoren zum Beispiel, Katjes Greenfood, kann man ja an der Stelle auch nennen, hat euch mit einem Wandeldarlehen ja wohl auch vor der Insolvenz gerettet in dieser ganzen Corona-Phase. Stelle ich mir nicht so einfach vor, mit denen zu reden und zu sagen, wir wollen eigentlich, dass ihr nicht mehr mit dabei seid. Ich glaube, der Punkt war, dass wir nicht hingegangen sind und gesagt haben, wir wollen euch nicht mehr haben, sondern wir wollen grundsätzlich keine Investoren mehr haben, was natürlich ein ganz anderer Punkt ist. Also es war immer der Ansatz zu sagen, wenn jemand, dann ihr und wenn weiter, dann mit euch. Einfach weil die Zusammenarbeit eine sehr, sehr gute war und es war eine sehr gute Partnerschaft und respektvoll auf beiden Seiten. Wie gesagt, ohne die wären wir gar nicht da, wo wir jetzt sind. Also an die sind sehr früh eingestiegen in der Anfangsphase, haben da sehr viel Vertrauen reingesteckt in uns, in die Marke. Ganz viel Begeisterung gezeigt für Havercutter von Anfang an, was gleichbleibend war. Also es hat sich nicht verändert und sind auch, wie gesagt, eingesprungen, wenn es einfach schwierig wurde. Gleichzeitig war es, glaube ich, für die nicht so eine riesen Überraschung, einfach weil sie uns natürlich als Menschen kennen und auch von vornherein wissen, dass Nachhaltigkeit eine ganz große Säule dieses Unternehmens ist. Und dass, wenn es so eine Möglichkeit gibt, das zu machen, das jetzt nicht sehr fern von unseren Grundgedanken ist. Gleichzeitig macht Katjes einen guten Deal, das ist kein Verlustgeschäft. Also sie haben schon mit ihrem Invest auch Geld verdient. Und wie gesagt, wir gehen in einem sehr guten partnerschaftlichen Verhältnis dann auseinander. Anna Schubert, Mitgründerin und Geschäftsführerin der Havercutter GmbH hier im Brand 1 Podcast. Und wir gucken gleich nochmal ein bisschen genauer auf die Finanzierung dieses neuen Konstrukts, was sich da so andeutet und was das auch für potenzielle Anleger bedeutet. Anna, jetzt hast du gerade beschrieben, wie das mit Katjes gelaufen ist. Das heißt, ihr seid da tatsächlich im Guten auseinandergegangen und habt da eine vernünftige Lösung gefunden, wo beide ein bisschen unzufrieden waren, was da oft ein guter Kompromiss ist? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also ich denke, Katjes wäre bestimmt auch noch drin geblieben. Also von sich aus kam es nicht die Initiative zu sagen, wir wollen eigentlich nicht mehr und guckt mal, dass ihr hier für einen Exit sorgt.
Aber sie konnten nachvollziehen, warum wir diese Entscheidung getroffen haben. KTS ist ein Familienunternehmen. Die Geschäftsführer verstehen, warum wir Dinge erhalten wollen. Also dieser Gedanke, ursprünglich etwas zu bewahren, was sich richtig anfühlt, ist beiden sehr nahe. Dann sprechen wir doch auch noch mal sehr konkret über Geld, weil wir das in dieser Form jetzt in dem Podcast noch nicht gemacht haben. Ihr habt ein Crowdinvesting gemacht, wo ihr 3,5 Millionen Euro eingesammelt habt. Und ihr seid jetzt durch, das heißt, ihr habt das tatsächlich geschafft. Was wollt ihr denn mit diesen 3,5 Millionen Euro machen? Ja, eine Weltreise ist damit jetzt irgendwie durch, ne? Das können wir nicht mehr bringen. Also wir haben insgesamt ein Volumen von 5 Millionen Euro, welches wir benötigen für den Rauskauf der Bestandsinvestoren und fürs Wachstum. Wir haben natürlich jetzt in Zukunft nicht mehr so leicht die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn jetzt Corona 2.0 kommt, wir verscherbeln nochmal einen Teil der Anteile. Deswegen ist es schon gut, wenn wir uns ein bisschen absichern, einfach unser Wachstum sichern für die neuen Standorte, die dazukommen sollen. Somit 1,5 Millionen Wachstum, 3,5 Millionen Rauskauf der Investorinnen. Und wir haben das jetzt einerseits über die GLS gelöst, über das Crowdfunding, was eine super Sache war. Also es war für uns am Anfang schon etwas mulmig, weil natürlich die letzten Monate investitionstechnisch nicht die leichtesten waren, grundsätzlich in der Szene, würde ich sagen. Also man war schon bereiter, Risikokapital zu investieren, als es aktuell der Fall ist. Hat aber sehr gut funktioniert. Also wir hätten noch bis September Zeit gehabt, einzusammeln. Das hat vorher geklappt, das war klasse. Was total spannend war, ist, dass wir gemerkt haben, woher der Großteil der Investorinnen kam. Also derer, die jetzt über die GLS investiert haben, das war ja offen für Privatpersonen und auch für Kleinbeträge von 500 Euro schon. Und wir haben über unsere Stores Marketing gemacht. Also wir haben Plakate aufgehängt, Sticker geklebt, Flyer verteilt. Und tatsächlich, wenn dann Bahnstreiktage waren und sozusagen unsere Gäste fernblieben, dann lief auch investitionstechnisch nichts. Das bedeutet einfach, die allermeisten sind Kundinnen gewesen, die einfach gesagt haben, mir gefällt die Marke, ich mag das, was ich da esse, trinke und ich investiere ein bisschen. Parallel haben wir auch noch Purpose-Investorinnen gesucht. Also diese 3,5 Millionen kamen jetzt über die GLS-Crowd plus zwei Co-Vertriebe und die 1,5 Millionen kamen über Purpose-Investoren aus dem Purpose-Netzwerk von der Stiftung Verantwortungseigentum, also Purpose Ventures. Die haben einfach investiert mit dem großen Glauben an Verantwortungseigentum. Und der große Unterschied zu, sag ich mal in Anführungszeichen, normalen Investoren ist, dass sie einen gedeckelten Multiple haben und auch operativ nicht mitentscheiden, sondern nur gedeckelte Gewinnrechte im Unternehmen und keine Stimmrechte. Was heißt das konkret bei euch? Könnt ihr das sagen? Was ist da gedeckelt? Wie, auf welche Höhe? Nee, das kann ich leider nicht sagen. Also das ist immer noch in Ordnung, aber es ist halt nicht so, dass du sagen kannst, du kriegst da das 30-fache raus dessen, was du investiert hast. Also du hast einfach von vornherein auch keine Wette. Also die Wette ist natürlich, kriegst du überhaupt was, aber du kannst jetzt nicht sagen, das geht auf ewig hoch, sondern es ist in einem gewissen Rahmen gedeckelt und es wird auch erst aus dem Gewinn ausgezahlt. Auch eine Besonderheit, dass wir einfach nicht jetzt quasi neue Kredite aufnehmen, um die dann wieder auszuzahlen, sondern es rein über den Gewinn läuft. Das heißt, das sind die 1,5 Millionen, die ihr über diese Purpose-Investoren eingesammelt habt? Genau. Und Stichwort Geld weg und Risikoinvestitionen. An der Methode des Crowdinvestings hat es ja in den letzten Jahren auch durchaus mal Kritik gegeben, ne? Denn die Leute erhalten ja in der Regel so ein Nachrangdarlehen. Das heißt, auch im Falle einer Insolvenz ist so ein Totalverlust durchaus möglich oder sehr wahrscheinlich. Und mit jährlichen Zinsen von 8,5% versprecht ihr ja gleichzeitig auch ziemlich hohe Zinsen, zumindest wenn man so die anderen Zinsen gerade mal so vergleicht. Warum war das trotzdem aus eurer Sicht ein sinnvoller Weg für euer Geschäft und für diesen fairen und nachhaltigen Weg? Also diese genau 8,5% ist natürlich kein schlechter Deal grundsätzlich und er ist natürlich auch deswegen so gut, weil du dieses Risiko hast, dass du alles verlierst. Das Schöne daran finde ich, dass wirklich Menschen sich beteiligen können, die wie gesagt morgens immer ihren Porridge kaufen und einfach dadurch eine Möglichkeit haben, irgendwie mitzumachen, dabei zu sein. Das ist es was anderes, wenn du zu einer Bank gehst und sagst, leih mir mal Geld. Also das ist deutlich unemotionaler und hat weniger Spaß dahinter irgendwie. Also es ist schon eine schöne Idee auch. Also wir denken irgendwie dann auch wirklich an diese Crowd, diese Gruppe von Menschen, die sagen, ich nehme dieses Risiko auf mich, weil ich daran glaube, dass es funktioniert. Und gleichzeitig so rein aus, auch aus privater Sicht, finde ich es eine coole Sache, Geld zu investieren in ein Unternehmen, hinter dem du stehst. Also einfach zu sagen, ich kann da mein Geld mehren und habe da ein paar Karma-Punkte mit dazu bekommen oder ich weiß einfach auch, was damit passiert. Das ist ja ein sehr direkter Weg. Wenn ich jetzt an ETF-Fonds gehe, dann kann da theoretisch auch sonst was mit umgesetzt werden. Und hier ist es schon sehr, sehr klar. Wir haben sehr detailliert vorgegeben, was wir mit dem Geld machen. Also wir müssen sehr viel nachweisen, Rechnungen einreichen und so weiter, um zu beweisen, dass wir auch wirklich die Standorte öffnen mit dem Geld, die wir gesagt haben.
Und auch wirklich nur diesen Laden ausbauen, nicht den anderen. Und auch diese Umwandlung in Verantwortungseigentum muss wirklich sehr detailliert nachgewiesen werden. Das heißt, man kann sich da sehr darauf verlassen, dass damit nicht irgendwie die nächste große Office-Party finanziert wird. Und ich höre daraus, ist auch so ein bisschen ein Community-Gedanke, den ihr damit betreibt. Total. Ja, total. Es ist auch eine Nähe zu Leuten, die du hast. Und sonst bei einer, wie gesagt, zum Beispiel bei einer Bank ist natürlich ein Unterschied. Ne? Es ist sehr, sehr fern von einem. Und so ist es wirklich so eine gemeinsame Aktion von sehr vielen Menschen, die daran beteiligt ist. Und das stelle ich mir aber trotzdem gleichzeitig auch ein bisschen natürlich als Druck vor, weil die wollen ja dann auch vielleicht was von einem. Ne? Und wenn ihr dann sagen müsstet, wir können jetzt vielleicht gerade mal nicht zahlen oder so, ist natürlich wahrscheinlich auch schon eine schwierige Situation. Kann gut sein, ja. Wir hatten in der Vergangenheit mehrere Crowdfunding schon. An dem Punkt waren wir nicht. Also das Problem haben wir bis jetzt nicht gehabt. Somit hoffe ich mal, dass das in Zukunft so weitergehen wird. Ich bin da ganz optimistisch. Aber natürlich, man spürt auch eine andere Verpflichtung moralischer Natur, dass man sagt, man hängt sich da rein, auch wenn man einfach weiß, die Nachbarn der Eltern haben investiert oder so. Da hat man natürlich schon so das Gefühl, man kann nicht mehr die Eltern besuchen gehen, wenn das Ding jetzt gegen die Wand fährt. Aber ehrlich gesagt, habe ich natürlich grundsätzlich sowieso ein sehr, sehr großes persönliches Interesse daran, dass dieses Projekt Hafercater sehr, sehr gut weiter funktioniert. Das hat sich jetzt dadurch nicht verändert. Stichwort persönliches Interesse. Im Text der Brand 1 wird ja auch deutlich, dass ihr eben auch vermutlich zumindest auf Geld verzichtet. Denn wenn ihr jetzt den Weg weitergegangen wärt, den ihr eingeschlagen habt und bis 2023, sage ich mal, weiter Gas gegeben hättet und eben nicht in Richtung Verantwortungseigentum abgebogen wärt, dann hättet ihr vermutlich, im Text steht glaube ich was von 30 bis 50 Millionen, aber auf jeden Fall irgendwie einen zweistelligen Millionenbetrag selber irgendwie erhalten können. Das ist jetzt wahrscheinlich in der Form auch nicht möglich, ne? Ich glaube, da ging es jetzt nicht um einen Einzelbetrag für jeden Einzelnen, sondern um eine Gesamtbewertung der Firma. Klar. Aber ja, natürlich. Also wir haben auf jeden Fall finanziell auf etwas verzichtet. Also wir gehen da nicht ohne nichts raus. Wahrscheinlich, das ist nicht ganz klar. Das hängt auch davon ab. Also es ist so, dass wir eine gedeckelte Gründerkompensation bekommen, sofern Hafercater Gewinn macht und die Purpose-Investoren ausgezahlt hat. Dann irgendwann bekommen wir etwas. Aber auch da ist es gedeckelt und wir sind auch die Letzten, die quasi was erhalten würden. Und in den nächsten Jahren wird da erstmal gar nichts passieren in die Richtung. Aber nichtsdestotrotz ist es ja nicht das, was uns angetrieben hat. Also es war auch nie das Ziel zu sagen, wir gründen das, weil wir reich sein wollen. So ganz ohne alles, das einfach so herzugeben, die Anteile, das ist dann trotzdem schwierig, weil man natürlich einen Wert erarbeitet hat auf eine gewisse Art und Weise und weil man natürlich in den ersten Jahren auch auf ziemlich viel verzichtet hat, sei es jetzt Zeit, Nerven, Hobbys oder auch Geld. Deswegen ist das schon schön, wenn man dann irgendwann an den Punkt kommt, wo man da doch finanziell für entschädigt wird. Aber es soll einfach auch das sein, im Endeffekt eine Art verspätete Zahlung oder eine Entschädigung und kein Weg, um reich zu werden. Und bei euch heißt das Gründerkompensation? Das ist im Verantwortungseigentum gängiger Begriff, genau. Anna Schubert im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM. Und wir sprechen gleich noch ein bisschen weiter über Verantwortungseigentum und natürlich den Weg von Hafercater. Anna, jetzt haben wir viel über die Firma allgemein gesprochen. Ich würde jetzt am Ende des Gesprächs tatsächlich gerne noch mal so ein bisschen von dir erfahren. Was ist denn so deine persönliche Vision für die nächsten Jahre, wenn ihr jetzt diese Schritte geht Richtung Verantwortungseigentum und du ja dann auch deine Anteile an die Firma verkaufst? Ja, das Schöne ist, dass man wirklich nicht mehr Eigentümer ist. Also das ist natürlich einerseits auf dem Papier etwas, was in der Praxis wahrscheinlich weiterhin so gelebt wird, aber was man jetzt bewusst verändern kann. Also ich meine, wir seit 10 Jahren entscheiden wir, was passiert. Natürlich haben sich da alle dran gewöhnt, sowohl intern als auch extern und wir auch. Aber wenn man dann an den Punkt kommt, nicht mehr Eigentümerin zu sein, sondern Verantwortungseigentümerin, dann hat sich was verschoben. Und dann, wie gesagt, könnte ich zum Beispiel jemanden mit reinholen, intern oder extern, der dann die gleiche Entscheidungsmacht hat wie ich. Und wir werden auf jeden Fall für diese Verantwortungseigentümer eine Wahlperiode einführen. Das bedeutet, man kann mich alle 3 Jahre oder jedes Jahr oder alle 5 Jahre rauswählen, wenn den Leuten nicht passt, was ich entscheide. Also, und dann habe ich auch nichts mehr. Ne? Dann habe ich nicht mehr noch irgendwie so ein bisschen 5% Anteile nur zur Sicherheit, sondern dann bin ich einfach weg vom Fenster. Und das ist eine total gesunde Einstellung, finde ich, für dieses Unternehmen oder auch für viele andere, weil man einfach nicht mehr ewig sitzen bleiben kann, nur weil man irgendwann mal eine Idee hatte oder ganz am Anfang geholfen hat, sondern dann sind nur noch, im Idealfall nur noch die Leute dabei und entscheiden, die immer noch etwas bringen, einen Nutzen bringen für die Firma. Das finde ich eine ganz tolle Entwicklung und das löst natürlich auch so ein bisschen einen Druck im Sinne von, es hängt auch alles an einem, was ja faktisch ganz lange so ist und ab einem gewissen Punkt dann vielleicht weniger.
dass man anderen Leuten die Chance gibt, Verantwortung zu übernehmen, wortwörtlich, aber sie dann auch einfach abgeben kann, weil jemand da ist, der sie mitnehmen kann. Was auch einfach angenehm ist und einem vielleicht so ein bisschen persönliche Freiheiten auch einbräumt. Klingt ein bisschen nach auf jeden Fall Befreiung, so wie du es beschreibst. Ja. Na, es ist wirklich so, also wir sind so ein bisschen erwachsen geworden mit der Firma, auch habe ich den Eindruck, weil wir, wie gesagt, mit Anfang 20 angefangen haben, ohne bis dato groß über Verantwortung übernommen zu haben. Und im Laufe der Jahre erlebt man natürlich einiges und lernt dazu. Manches lernt man nicht, aber vieles dann doch. Und dann sieht man sich manchmal schon auch nach ein bisschen Leichtigkeit, auch gerade jetzt zum Beispiel in so einer Corona-Phase. Ne? Da hängt natürlich alles an einem und es gibt niemanden, der das retten kann oder das sonst entscheiden kann. Somit ist es schon eine Erleichterung. Gleichzeitig heißt das natürlich nicht, dass wenn man jetzt hier diese Verträge unterschreibt, danach alle sagen, okay, cool, es läuft jetzt komplett grundsätzlich anders und wir schmeißen das Ding über den Haufen und mischen alle Karten neu, weil vieles ist gelernt. Strukturen sind entwickelt worden. So leicht kann man diese Dinge nicht verändern. Aber allein schon durch die Tatsache, dass wir mit unseren Mitarbeitenden über Verantwortungseigentum reden, dass wir wir drei Gründerinnen darüber reden und Statuten festlegen müssen für den neuen Gesellschaftervertrag etc., kommen Themen auf und man stellt Sachen in Frage und denkt sich, ist das wirklich der Weg gewesen, den wir jetzt weitergehen wollen, innerstrukturell gesehen, oder muss man da vielleicht Änderungen vornehmen? Was ist denn besser für die Firma? Sind wir gute Chefs, so wie wir sind? Oder sind wir gute Geschäftsführerinnen? Oder einfach diese Fragen, die man sonst im Alltag nicht so präsent hat, die aber jetzt auf den Tisch kommen und total wichtig sind. Hast du denn da das Gefühl, und es hört sich ja so an, dass es tatsächlich schon konkrete Punkte gibt, wo ihr merkt, da könnten wir wirklich für das Wohl der Firma bessere Entscheidungen treffen? Na, allein schon mal dieser Gedanke, dass man sagt, man hat externe Personen, die man mit hinzuholt. Das Verantwortungseigentum hat ja als Besonderheit, dass 51% der Verantwortungseigentümerinnen aus dem Unternehmen kommen müssen. Das heißt, eine gewisse Anzahl von Stunden im Unternehmen arbeiten. Aber der Rest, die 49, können externe sein. Das kann irgendjemand sein, der einfach einen Wert haben kann für die Firma, ein persönliches Interesse hat, Lust, Zeit und da mitmachen will. Und das verändert natürlich Entscheidungen. Und für uns, also ich freue mich da total drauf, dass jemand hinzukommt, der mit seiner Expertise da einfach Sachen verändert. Das wird für uns auch eine Challenge werden, weil wir natürlich daran gewöhnt sind, dass wir das entscheiden und uns dann nur bis zum gewissen Punkt bei manchen Beiratssitzungen rechtfertigen müssen. Aber jetzt nicht unbedingt so auch im Daily Business. Und das kann natürlich schon einiges verändern. Aber das ist wie gesagt, eine ganz tolle Sache, auf die ich mich freue. Ich bin sehr dankbar darüber, wenn Menschen ihren Input geben, die durch ihre jahrelange Erfahrung in dieser Branche oder in anderen Branchen einfach Sachen gelernt haben, die wir noch gar nicht können oder kennen und auch nicht können müssen, sofern wir einfach Leute haben, die sie mit reinbringen. Ich finde es sehr, sehr interessant, wie du das beschreibst. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es Hörerinnen und Hörer gibt, die sich denken, ach du meine Güte, das wäre für mich ja die Hölle. Ich gründe irgendwas und nach 3 oder 5 Jahren kann ich vielleicht abgewählt werden. Das ist ein bisschen wie mit Kindern, oder? Die wählen eigentlich ab, aber ziehen dann auch aus. Und man kann natürlich versuchen, in den ersten Jahren so viel wie möglich an Erziehung reinzuhämmern, damit die nachher einen immer noch cool finden oder dann wieder. Aber nee, es ist wirklich ein bisschen ähnlich, muss ich sagen. Also wenn ich abgewählt werde, dann ist das richtig so. Also ich bilde mir jetzt nicht ein, dass ich da meine Meinung und meine Einschätzung dessen, was ich tue, besser ist, als die von diesem Gremium, was dann darüber entscheiden wird. Natürlich wählen wir dieses Gremium gut aus. Das mache ich schon. Da muss man schon aufpassen, einfach auch, wer macht Sinn, wer sollte da mitentscheiden und aufgrund welcher Expertise. Aber man muss sich auch selbst dem Gedanken stellen, dass man einfach nicht das Wissen hat. Ich meine, normalerweise spürt man das, würde ich mal sagen, und dann hat man die Chance, Dinge zu verändern und zu verbessern. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es sinnvoll, dass man sich und das, was man tut und macht, immer wieder in Frage stellt, um sich zu verbessern, um einfach zu dem Menschen, zu der Person, zu dem Chef zu werden, der man sein sollte. Und gleichzeitig finde ich es auch spannend, man hört ja bei dir total raus, dass du noch eine große Begeisterung hast und du willst ja auch noch weiterarbeiten. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, ah ja, okay, wir machen das jetzt mal und dann wählt mich mal jemand ab, sondern du hast ja noch total viele Ideen, wie Dinge besser laufen können. Also du hast schon auch jetzt richtig Lust. Ja, wir sind in einer super coolen Phase. Ich meine, wenn du anfängst, du durchlebst ja wirklich viele Phasen, so auch als Gründerin. Du fängst an, indem du immer dir die Nächte um die Ohren haust, nachts Apfelmus kochst, damit du am nächsten Morgen um 5 im Laden stehen kannst, um dann ab 6 das Zeug zu verkaufen. Das hat sich natürlich schon sehr verändert. Jetzt habe ich meinen Laptop und sitze im Büro und habe einen ganz anderen Arbeitsalltag. Und gleichzeitig lernt man natürlich auch sich selbst kennen und formt die Arbeit so ein bisschen in die Richtung dessen, was man kann. Also das wird immer mehr spitzer zulaufen auf die Talente, die du hast. Man teilt sich die Aufgaben unter den Geschäftsführerinnen auf, guckt, wer macht was, was ist sinnvoll. Und dementsprechend, sofern das Unternehmen gut läuft, was bei uns der Fall ist, macht es immer mehr Spaß, weil du natürlich immer mehr das machst, was du irgendwie machen möchtest.
und auch einfach neue Seiten an dir entdeckst und an der Arbeit, die du cool findest. Also ich bin überhaupt nicht an dem Punkt, dass ich sage, ich will da raus. Im Gegenteil, also es ist eine ganz, ganz coole Phase für uns gerade. Das stellt viel innerlich auf den Kopf, aber es ist wirklich einfach auch grundsätzlich, dass wir an einem Punkt sind nach 10 Jahren, wo wir wirklich coole Leute haben, die das mit uns machen. Und man merkt schon, dass das einfach ein großer Unterschied ist, ob man jetzt als Quereinsteiger manche Sachen entscheidet oder ob man sich zum Beispiel, wie es in unserem Fall, eine operative Leitung mit reinholt, die 10 Jahre Geschäftsführerin war und einfach Sachen mit reinbringt, die wir aufgrund unserer Erfahrung auch gar nicht haben können. Das ist eine ganz große Unterstützung und ein super Input. Klingt wirklich sehr, sehr euphorisch und sehr, sehr engagiert. Aber gibt es denn nie so Phasen wie bei Eltern, dass man sich denkt, ach, die Kinder sollen aber vielleicht doch nicht ausziehen? Gott sei Dank wohnen meine Kinder noch zu Hause, damit weiß ich das gar nicht. Aber bis jetzt nicht, weil es aber noch keine Anstalten gibt, dass sie ausziehen wollen. Also weder die Kinder noch die Firma. Es ist ja wirklich noch alles von uns abhängig fast. Also es ist ja bis jetzt einfach schon noch ganz klar so, dass wenn wir jetzt morgen sagen würden, wir hören auf, dann... Abgesehen davon, dass es nicht geht, ist es wirklich ein Problem. Also das ist nicht möglich. Es ist ja wirklich ein Ablöseprozess, wie auch mit Kindern, an dem man sich dann beidseitig dran gewöhnt, dass der eine und der andere dafür bereit ist und das dann auch wirklich allein stemmen kann, beziehungsweise dann das Loch, das dann die Kinder hinterlassen, gefüllt hat mit irgendwas. In dem Fall bei uns jetzt jemand anders einfach diese Rolle übernehmen kann. Und da an dem Punkt sind wir noch gar nicht. Aber allein schon das vorzubereiten, vielleicht für eine potenzielle Zukunft irgendwann, ist einfach eine spannende Sache, wenn man natürlich auch sich die Leute im Unternehmen nochmal anders anguckt oder versucht, manche systematischen Entscheidungen anders zu treffen. Sagt Anna Schubert von Hafercarter, zu Gast im Brand 1 Podcast. Und ich sage vielen Dank für das offene Gespräch. Danke dir. In der Doppelausgabe Juni und Juli 2024 der Brand 1 zum Thema Geld findet ihr ab Seite 102 noch mehr Gedanken und Hintergründe zu Hafercarter und zum Thema Verantwortungseigentum. Die Links zum Artikel und zum gesamten Magazin packen wir euch, wie ihr es kennt, in die Shownotes dieser Episode hier. Und natürlich könnt ihr das Heft auch einfach dort kaufen, wo es gut sortierte Zeitschriftenregale gibt. Der Bahnhof, wo es ja auch Hafercarter gibt, ist da eine gute Idee, aber natürlich auch Flughäfen, Supermärkte und natürlich der Zeitschriftenladen eures Vertrauens. Und sollte diese Episode hier die erste sein, die ihr zu unserem Sommerschwerpunkt Geld gehört habt, dann hört doch mal in die 3 anderen Episoden rein. Wir sprechen darin unter anderem über eine bessere Schuldenbremse, umweltfreundlichere Supermärkte und nachhaltige Geldanlagen. All diese Informationen findet ihr auch auf brand1.de und auf detektor.fm. Und wenn euch unser gemeinsamer Podcast von Brand 1 und Detektor FM gefällt, dann folgt uns doch gern, wo auch immer ihr eure Podcasts hört, gern in einer unabhängigen Podcast-App wie Castro, Overcast oder Podcast Addict. Und Stichwort gemeinsam, die kommende Ausgabe hier, dieses Podcasts, wird ziemlich besonders, denn wir blicken zurück auf 25 Jahre Brand 1. Dafür bin ich mit Gabriele Fischer, der Gründerin und Chefredakteurin, sowie Jens Bergmann, dem stellvertretenden Chefredakteur, verabredet hier im Podcast. Und wir blicken auf die besondere Marke Brand 1, die vielen, vielen Krisen, die Brand 1 schon überstanden hat und natürlich auch auf die nächsten Jahre. Ich vermute mal, auch unser gemeinsamer Podcast hier, den wir schon seit über 8 Jahren machen, spielt am Rande auch eine Rolle. Könnte also eine ziemlich besondere und hörenswerte Episode werden. Gern bis nächste Woche. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Katja Stamm. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.